Servus Freunde, ich bin Zatabab und herzlich willkommen zum ersten Team of the Season Video zu FIFA 22. Und ihr seht es im Hintergrund, Gravenberg, der Mann kostet aktuell, ich habe sogar ein bisschen Gewinn gemacht, aber wahrscheinlich stoße ich ihn gleich ab, 2 Millionen Münzen. Und wir können sagen, herzlich willkommen in der Bundesliga. Leute, ich kann euch versprechen, es wird ein guter Mann. Er hat eine 95er Totzkarte bekommen, 4 Sterne, 4 Sterne. Die Karte sieht brutal aus. Stellt euch vor, er wäre in einer anderen Liga, wäre Feierabend. Und der Gegner des heutigen Tages ist Wix. Peace, Freunde, was geht ab? Ich darf auch mal wieder hier sein. Der hat alle Stats über 90, ne? Einfach alles über 90. Ja, außer Defense. Ich will jetzt kein Ah ja, außer Defense. Kein Spielverderber sein. Aber Leute, die Karte ist wirklich unglaublich gut. Wir haben auch bei Wax eine Folge aufgenommen. Mit einer anderen sehr, sehr coolen Karte. Vom Dots. Könnt ihr gerne anschauen. Links oben in die Videobeschreibung. Abchecken. Und Bruder, erstmal, was sagst du? Transfer zu Bayern, findest du gut oder nicht so gut? Boah, geil. Sehr, also scheiße für die Bundesliga, für die anderen Vereine, aber geil für Bayern. So, ne? Ist schon krass, feier ich sehr. Ich bin schon big, Leute. Und wie viel Daumen schaffen wir für diese wunderschöne Folge? Und wir müssen übrigens 2 Bayern-Spieler benutzen. Und nur maximal 2 aufschreiben. Er hat 95er Rating, deswegen 9500 Likes. Leute, das wäre geil. Leute, ohne Spaß. Wir müssen pushen, okay? Support gerne für Team of the Season vor allem und jeder von euch, der einen Daumen da lässt, wird den Traum Team of the Season als roten Playpick ziehen, den ihr ziehen wollt. Und Bro, ich halte für dich die Tafel rein. Geh mal rein. Okay. Also, ich habe 2 Holländer mitgenommen. Ich hoffe, du hast sie nicht auf dem Schirm. Der eine Holländer hat 5 Sterne Skills und heißt Memphis Depay. Der hat eine 92er Karte. Sehr geil. Ja. Auf der rechten Seite, also das glaube ich nicht, dass du den hast, weil den spielt man eigentlich eher als Rechtsverteidiger. Ich will ihn heute aber als Rechtsmittelfeldspieler spielen. Ich habe den Future-Star von Frimpong mir damals noch mitgenommen. Sehr, sehr cool. Ich habe Anthony und Sebastian Aller. Schade. Aller. Schade, schade, schade. Oh ja. Sade, sade, sade. Okay, dann halte ich jetzt rein, oder was? Freunde, eine Sache, die ich euch wirklich ganz offen und ehrlich vom Herzen gut empfehlen kann, ist Spitch Live Fußball Manager. Ihr ladet euch die App runter, erster Link in der Videobeschreibung. Mit dem zweiten Link kommt ihr in meine Community rein. Und diese Woche, Freunde, werde ich an den ersten Platz 3 Displays raushauen. Das sind die Metallposter im Hintergrund. Als kleine Belohnung für den ersten Platz, der komplett ackert. Und kurze Erklärung zu Spitch. Ihr erstellt euch, Freunde, ein Team. Die haben Bundesliga-Lizenz, zweite Bundesliga-Lizenz. Es ist komplett kostenlos, das Spiel. Und das Geile ist, Freunde, ihr könnt mit euren Homies eine Community bilden, könnt euch ein bisschen gegenseitig battlen, auf kostenloser Basis eben. Und ihr bildet ein Team, habt ein verfügbares Budget. Und dadurch, dass es ein Live-Fußball-Manager ist, sammelt ihr Punkte, indem eure Spieler im Real Life gut performen. Und ihr seht ja bei mir, ich habe beispielsweise Guardiola aufgestellt. Ich orientiere mich natürlich nach den Spielen, die am Wochenende stattfinden. Beispielsweise spielt Leipzig gegen Gladbach. Kann ich mir vorstellen, dass Leipzig das macht. Dann habe ich ganz viele Dortmunder am Start. Haaland als Kapitän gewählt. Kapitänpunkte zählen doppelt. Reus, Bellingham. Und spielen zu Hause gegen VfL Bochum. Und dann noch ein paar Freiburger, Bayern gegen Mainz und so. Da muss natürlich jeder von euch entscheiden, wen stellt ihr auf. Kommt auf jeden Fall in meine Community, aber erstmal erster Link, da kommt ihr nämlich dann direkt zur App. Und hier habt ihr nochmal so einen kleinen Punktekatalog. Je nachdem, wie eure Spieler im Real Life performen, gibt es beispielsweise für einen Assist 100 Punkte, es gibt für einen Freistoß 12 Punkte, Flanke 18 Punkte und Co. Könnt ihr euch gerne mal einen Screenshot drücken, wahrscheinlich Screenshot drücken. Einfach runterladen und einfach Spaß haben. Es ist wirklich eine geile App und ja, ich würde sagen, Freunde, sehr, sehr geiler Partner. Deswegen supporten und dann würde ich sagen, weiter geht's. Okay, Freunde, dann mache ich bei mir den Sturm. Erstmal, Bruder, du weißt, ich liebe den Mann auf dieser No-Home-Basis, aber ja, du bist schon einfach Supermann. Johan Cruyff, das ist der einzig wahre. Linker Flügel haben wir dafür eine Verstärkung mit Carrasco. Erster Team of the Season außerhalb von Gravenberg. Und wisst ihr, wer der zweite ist? Und den hast du wahrscheinlich auf der Tafel, du Schlingel. Anthony. Sieht super cool aus mit deiner Karte. Anthony Modest. 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 Anthony Modest. Ja, okay, du hast zwar nicht Anthony Modest, aber Anthony, den ich nicht aufgeschrieben habe. Ich habe Ferran Torres aufgeschrieben. Dann habe ich ein Team of the Season für die linke Seite aufgeschrieben. Da ist Gakpo. Und passend dazu habe ich Johan de Mohan de Cruyff. Hast du wirklich Cruyff? Ich habe Cruyff. Wieso triffst du immer meine Icons jedes Video, Jungs? Bro, es tut mir so leid. Ich würde auch gerne, dass du den Cruyff spielen darfst, aber vielleicht nächstes Mal im SPB da. Ja, cool. Bist du... Ach, nein, das ist nicht gut. Das ist chemietechnisch echt scheiße. Ja, weißt du, was noch beschissen ist? Dass du einen Torwart, einen brauchst einen Torwart im Ja, Kruzifix nochmal, Freunde. Wir gehen rüber, nächste 3 Positionen hier. Sakrament nochmal. Cool. So, gehen wir rüber ins Mittelfeld bei dir. Ah, ich habe 2 gute Jungs aufgeschrieben. Mal gucken. Ich bin immer noch so gebrochen wegen Cruyff, gell? Man kauft sich einen coolen Spieler und dann einfach weg, Digga. Aber, Senior, rechter ZM, kein geringerer als Alvarez. Der hat dann Strongling zu beiden, deswegen beide full, wichtig. Und links gehen wir mit Busquets.
Busquets? Ja, Busquets. Ah, okay, okay. Ich bin links mit Koke gegangen und rechts mit Alvarez. Ach, du bist echt grausig. Heute nehme ich Tabak im Teambuilding scheinbar hoch. Also das habe ich jetzt nicht erwartet, Tabak. Das tut, oh. Ah, okay, okay. Komm, dann mache ich mal für dich die Tafel erstmal rein, bevor ich meinen zweiten Browser rein tue. Ja, okay. Darf ich den Cruyff spielen? Denn ich habe ihn mitgenommen. Ja, darfst du heute. Cool, da hat wenigstens einer von uns Cruyff. Darf ich Team of the Season Gakpo spielen auf der linken Seite? Ja, darfst du auch spielen. Und dann darf ich bestimmt auch, wenn du schon so nett warst, Bergwies mitnehmen. Ja, dürfen sie auch spielen, Herr Wiggs. Sie dürfen alles behalten, danke. Okay, danke, das ist sehr korrekt. Carrasco, sehr korrekt. Fred und Moreno, weißt du, ich habe sogar mit Tots versucht und so, aber das war ein Schuss in den Ofen, Freunde. Nice, freut mich. Okay, Außenverteidiger, die mögen wir beide ja auch immer gerne, ne? Freunde, ohne Spaß, seht ihr überhaupt die Spieler? Meine Stifte sind so leer, ich habe mir schon welche bestellt, kommen Montag an. Aber wir müssen jetzt erstmal was treffen bei dir. Ja, und wir müssen ja langsam mal Bayern-Spieler mitnehmen, ne? Das ist richtig. Das ist gerade die Scheiße an der ganzen Sache. Ja. Ich will mir das gerade eigentlich anders überlegen. Also auf der linken Seite, da habe ich Schulz. Da habe ich mir Schulz mitgenommen. Ja, okay. Und auf der rechten Seite habe ich einen Bayern-Spieler. Ja, SBC-Karte von Pavard. Soll ich ihn raustun? Nein, ich habe Mukiele und links habe ich meinen Bayern-Spieler und das ist Davis. Das heißt, ich darf nur noch einen aufschreiben. Was? Oh mein Gott, wie cool. Das ist bitter, Digga. Aber du weißt jetzt auch, ich brauche noch einen, ne? Das heißt, du darfst einen aufschreiben und da musst du weise entscheiden. Theoretisch kannst du ja einen Torwart nehmen oder einen Innenverteidiger. Das wird ja entspannt. Boah, okay, Bro, pass auf. Ich habe die SBC-Karte nicht gemacht damals, leider. Vom Papa. Deswegen. Aber du hast den Non-Rare. Deswegen musste ich auf Geringverdienerbasis, muss ich Papa trotzdem nehmen. Ey, den hast du auf der Tafel. Und Linksverteidigung, Perfect Link, Jordi Alba. Ja, okay. Dann gönn dir beide. Echt? Denn ich habe noch nicht Bayern aufgeschrieben. Ich dachte, du willst mich pranken. Oh. Damit ich denke, du nimmst Bayern mit, aber nimmst am Ende nicht mit. Okay. Aber jetzt kann ich noch beide in der Innenverteidigung aufschreiben und du musst auch noch einnehmen. Ja, oder am Tor halt, ne? Okay, Freunde, letzte Runde. Ich bin krass gespannt, wen du mitgenommen hast. Das kann auch in die Hose gehen. Es kann komplett in die Hose gehen. Komm schon, pushen jetzt. Ich weiß nicht, ob es in die Hose gehen kann, aber dadurch, dass er, ich sag mal, Upamecano wird zu auffällig und Hernandez auch. Deswegen bin ich mit Nian Su nicht gegangen, sondern mit Upamecano, du Schlingel. Jetzt darfst du lachen. Dann habe ich Lacroix. Jetzt wären eigentlich alle auf Fullcam aus Lacroix, deswegen brauche ich noch Wolfsburg-Keeper und das ist Castells. Du hast Upa genommen. Ja. Ich habe Hernandez aufgeschrieben und Süle. Wirklich? Boah, mich. Wirklich, ja, wirklich. Ja, ja. Du hast... Ey, da gibt's nur drei und du hast genau... Oh mein Gott. Alter, als ob du wirklich... Das macht er so gut. Okay, da habe ich jetzt wirklich Glück gehabt. Ich habe wirklich Glück gehabt. Aber was heißt... Und ich sag dir, wie es ist. Und ich habe noch richtig blöd gebaut, denn ich könnte jetzt mich nur umentscheiden, aber ich lasse mein Team jetzt so, wie es ist. Denn ich habe zwei Bayern-Spieler mitgenommen hier noch. Rechts-Innenverteidiger, Süle. Okay, das ist schon mal ein Bayern. Links-Innenverteidiger, in Form Jonathan Tah mit Doppelt-Upgrade. Und im Tor, ich hätte jetzt noch Ter Stegen nehmen können, ich hätte jeden anderen mitnehmen können, aber ich habe Manuel Neuer genommen. Bro, ich hatte letztes Mal in den Kommentaren eine Diskussion mit meinen Zuschauern, besser gesagt eine Frage gestellt. Soll ich, wenn ich zwei Spiele am Ende treffe, Innenverteidiger und Torwart, da habe ich mich letztes Mal gegen Seko, war das glaube ich, habe ich mich dafür entschieden, dass ich den Innenverteidiger als quasi Bronze-Torwart einstelle. Aber diesmal machen wir es so, ich habe Klostermann, Tah und Neuer. Und Bruder, Neuer, raus, Stürmer rein. Ich habe zwar keinen Cruyff, aber ich hau dir eine rein. Ich bin Poet. Und das ist richtig bitter. Das ist sehr bitter. Und da hätte ich jetzt einfach mal drauf scheißen sollen und Ter Stegen mitnehmen sollen. Das ist richtig. Ach du Scheiße. Alter, aber mein Team... Und jetzt ist alles wieder offen, Freunde. Und jetzt ist alles wieder offen. Mein Team sieht so scheiße vor dem Sturm aus. Hilfe. Jungs. Bro, Hilfe. Ich lade den Cowboy auf der Anleitung ein, okay? So, Freunde. Wir gehen rein in den Braten. Und jetzt wird Wakes... Ach, ich hab vergessen. Stürmer. Ach, kein Stürmer, Mann. Ach ja. Ey, aber du hast einen Stürmer. Ein Torwart hat vorne und ich habe einen Stürmer im Tor. Wir hätten ja eigentlich tauschen können. Das ist echt zu gehen. Halt's Maul. Oh mein Gott. Was spielt der für einen Traumpass? Komm. Und was macht einer für eine Traumparade? Oh Gott. Latte. Schade. Immer Latte. Oh, okay. Na, so einfach geht's auch nicht gegen Pepi. Der Pepi, Alter. Ja, Bro. Du bist der Beste. Du bist der Beste, oh, Mann! Oh, der kommt nicht runter. Endlich so. Das ist Timber, Mann. Das ist der Bronze Timber. Ich glaube, das ist der Bruder von den anderen. Oh, echt? Schau mal, die sieht 1:1 aus wie der Innenverteidiger Timber, Freunde. Da könnt ihr erziehen, was ihr wollt. Ja, bitte.
Oh, Digga, du hast mich so... Geil. So hab's genommen. Geil, 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 geil. 1-1, knapp so selbst. Das war so knapp, aber... Das war so knapp. Boah, wichtig. In dem steht das Manchester-Trikot gut, gell? Ja, Digga. Ja, cool, cool, Wakes. Ja. Oh mein Gott, ey, wenn er reingegangen ist, wäre so geil gekommen. Digga, wie bewegst du dich mit deinen Kräufi? Gib mir so auf die Eier! Gib mir so auf die Eier! Ja! Wieso Johann, darf ich ihn nicht und deswegen spielen? Ist er bei mir drin und bei dir nicht. Ja. Damit er bei mir Action macht. Ja, ja, ich höre nicht. Ja, ja, du hörst mich nicht, gell? Vielleicht rappelt's in Hamburg. Geh, geh! Anthony! Anthony, Mann! Ich hab dich sogar dahin gemoved! Ich dachte, das bringt was, wenn man den moved. Ja, bringt voll, ja gar Alter. Nicht. 2-2, gefährlich. Grafenberg! Oh mein Gott, Pepi, bester Mann, ich hab nie was gegen dich gesagt. Scheiße, Kendall in dein Head. Hey, cool. Ja, keine Ahnung. Hey, cool, einfach mal durch. Einfach keine Ahnung, Digga. Ja. Hey, cool. Abos auf Druck am Start, meine Freunde. Kreuz ist komplett frei. Cool. Cool, den nehme ich mit. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wie ist das passiert gerade? Number 8, most muscular, please. Digga, aber wieso rasierst du mich, Bro? Mit deinem Rechtsverteidiger, Rechtsmittelfeld. Ja, ja, Mann, Elfmeter! Hä? Wofür? Referee, Beine. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab nur eine Bier getrunken. Eine Bier. Du hast einfach mein Bein weggezogen. Das ist nicht cool. Schau, guckst du? Nein, ich hab nichts gemacht. Kloppi, was sagst du dazu? Du hast gar nichts gemacht. Du bist... Ja, ja, ja. Das ist echt das allerletzte, Digga. Nein, Rap. Ja. Rap, du bist so eine Ziege. Ja, nicht ja. Rot geben, nicht rot. Ja, ja. Fuck. Juhu. Yippie. Yippie. Ich hab kurz Hot Attack. Kurz. Kurz Luft angehalten. Luft schnappen. Ja, Jungs, GG und Wakes. Oh, dich war ein wildes Spiel. Deine Schüsse gingen einfach nicht aufs Tor. Der, ihr habt mich schon gut gecarried. Freunde, wir gehen zum Discarden. Bist bereit. Ich habe umgestellt, Cowboy. Freunde, für euch. Ich habe auf jeden Fall einen Gravenberg. Ich habe einen Carrasco. Anthony hat sich super cool gespielt. Der wird auch bestimmt, glaube ich, noch hochgehen, theoretisch. Und, ansonsten noch Busquets. Lacroix, sehr, sehr teuer. Cruyff zum Glück nicht im Team. Zwei Picks habe ich, ne? Ja, leider. Okay, 4-3-3, die vierte. Im letzten SB von mir habe ich 1 Million Münzen abgestoßen. Echt? Ja. Das ist immer bitter. Fühle ich. Hatte ich auch oft genug jetzt schon hintereinander. Das war Cordoba. Auch gar keinen Bock mehr zu diskarden. Ja, deswegen glücklich, dass ich gewonnen habe. Safe. Okay, Tabak, schnall dich an. Mhm. Ich nehme deine linke Seite. Und zwar deinen linken Innenverteidiger und deinen linken Außenverteidiger. Okay, linker Innenverteidiger Sergio Busquets und Linksverteidiger ist Pavard. Ah. Oh, du Non-Rare sogar, ne? Ja, genau. Wo waren die guten? Aber Busquets ist 220k, Bro. Also der ist nicht so verkehrt. Ja, das ist nice. Aber wo waren die Der gute war Torwart und rechter Innenverteidiger Carrasco. Torwart war Gravenberg und ZUM Anthony zum Beispiel. Und rechter ZM war Lacroix. Du warst ein bisschen falsch. Okay, easy. Hatte ich das links gesagt, das war schon ein bisschen vorbei bei dir. Wings, SPC ist ready. Yes. Alles ist drin. Ich schicke das ganz entspannt ab. Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Folge bei Rakes abchecken. Und ansonsten letzte Wort an dich. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns. Haut's rein und ciao, ciao. Ja, lasst Liebe da, Freunde. Ich hoffe, ihr zieht alle geile Player-Picks. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.